Für die Mehlmühlenstrophe hier vor dem NH-Hotel. 2200 Meter in dieser Europa-Gruppe-3-Prüfung. Die Stuten sind auf der Reise, kommen zum ersten Mal hier an Ihnen vorbei. Und Wildbeere wird direkt von Marco Casamento an die Spitze beordert. Führt vor Liberty London in zweiter Position. Dahinter sehen wir in Endurance, außen begleitet von Anna Pivola. Dann das nächste Pärchen Shining Pass und Whispering Angel. Zwei Längen dahinter galoppiert Sharoka. Und am Ende des Feldes, da sehen wir zunächst einmal das Hönihof-Dress von Oish You. Well, so geht es bei nicht allzu schneller Fahrt durch den ersten Bogen hindurch. Da hatte Liberty London ein wenig Schwierigkeiten, um die Ecke zu kommen. Ist aber alles gut gegangen. Wildbeere zeigt den Weg, führt mit anderthalb Längen Vorteil vor Liberty London in zweiter Position. Durance ist drittes Pferd. Dann sehen wir außen Anna Pivola vor Shining Pass, vor Whispering Angel, vor Sharoka und vor Wish You Well. Mit Beginn der Gegenseite bei nicht allzu schneller Fahrt, die Wildbeere und Marco Casamento diktieren, vor Liberty London, Wladimir Panov, dann Durance, das Ebbeslow-Dress, Andra Starke, dann die Brümmerhoffarben, Anna Pivola, Adri de Vries, innen dann Shining Pass im Wittig-Kindshof-Dress, Eddie Pedrosa, außen dann das Dress des Park Wiedingen, Martin Seidel mit The Whispering Angel, dann das Gestüt Röttgen, vertreten durch Sharoka mit Maxime Pichet und am Ende Philipp Minarek auf Wish You Well. So geht es gleich ausgangs der Gegenseite weiter. 1100 Meter noch, Halbzeit erreicht in der Mehlmühlenstrophie. Und vorne marschiert Wildbeere, die Riesenaußenseiterin für den Steilgrafenberg vor Liberty London. Dann ist es Durance, Anna Pivola, Shining Pass. Die liegen beide auf der Lauer vor Whispering Angel. Die wird näher herangeführt von Martin Seidel. Dann Sharoka und Wish You Well versucht jetzt auch Boden gut zu machen. Aber vorne versuchen sie sich ein wenig abzusetzen. Dort Wildbeere und Liberty London, die haben drei Längen Vorteil. Wildbeere gibt es eine Riesensensation hier. Wildbeere ist vorne von Liberty London, dann Durance. Anna Pivola lässt sich kräftig reiten, macht im Moment überhaupt keinen Eindruck. Whispering Angel, Shining Pass und dann ist es Sharoka vorne. Sind sie jetzt geschluckt, Liberty London. Wildbeere an der Innenseite kommt, Shining Pass. Shining Pass greift an mit Liberty London. Zwischen den Pferden Wildbeere außen, Durance und Whispering Angel. Und Anna Pivola kommt wieder mit dem zweiten, mit dem dritten Wind. Durance ist aber vorne außen mit Andra Starke. Durance vor innen, Shining Pass vor Anna Pivola. Durance wird gewinnen und gewinnt leicht hier gegen Anna Pivola. Die lief richtig gut nach dem Schwächemoment im Schlussbogen. Shining Pass, Liberty London, dann Whispering Angel vor Sharoka, Wildbeere und Wish You Well. Vorläufiger Richterspruch, 10. Rennen der Mehlmühlenstrophy. Siegerin ist die 2 Durance, auf dem 2. Platz die 1 Anna Pivola. Drittes Pferd die 5 Shining Pass, 4. die 3 Liberty London und 5. die 6 Whispering Angel. Ich wiederhole, 10. Rennen Mehlmühlenstrophy, vorläufiger Richterspruch 2 Durance, 1 Anna Pivola, 5 Shining Pass, 3 Liberty London und 6 Whispering Angel.